Halo, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju za nemački jezik. Učimo onako fokusirano kako ja najviše volim, znači kroz slične primjere, nekoliko sličnih primjera da bi naučili jednu stvar, pa onda dalje i dalje. Dakle, radit ćemo seitdem, nachdem, während, wenn, korisne, veoma korisne veznike, jer vidjet ćete po ovim rečenicama da su to zapravo rečenice koje izgovarate svakodnevno. I ima jedna, samo jedna mala caka da se nauči kod svih tih veznika, dakle, red reči u rečenici na isti način funkcioniše, naučite za jedan, znate, za sve. Tako da se nadam da ćete naučiti, ponoviti. Ja na kraju svaka obrađenog dela ponavljam zajedno sa zebricom, znači pročitam rečenicu, stavim ovaj ovako i ponovim rečenicu, što hoću da i vi uradite. I to je to, krećemo. Prva rečenica, ako dođeš večeras, mogu da pripremim večeru. Dakle, to ako, to je wenn. Čim stavite wenn, to znači da glagol mora da ide na kraj uvek. Ok, dakle, ako ti na večeru dođeš. Ako ti večeras dođeš. Wenn du heute Abend kommst. Zarez, uvek stavimo zarez. I u nastavku mora da sledi glagol. Evo ga i ovdje imamo mogu. Znači mogu da pripremim večeru. Kann ich das Abendessen vorbereiten? Also wenn du heute Abend kommst, kann ich das Abendessen vorbereiten. Naravno, možemo i da okrenemo i da kažemo ich kann das Abendessen vorbereiten, wenn du heute Abend kommst. Dakle, ova wenn se nikad neće menjati. Ona uvijek ima isti redosled. To je wenn, pa subjekat, pa šta sve imate da poređate, poređate i na kraju stavite glagol. Wenn du heute Abend kommst, kann ich das Abendessen vorbereiten. Dakle, ovo wenn u suštini može značiti i kad dođeš, mogu da pripremim večeru i ako dođeš, mogu da pripremim večeru. Znači kad i ako. Wenn. Ok? Evo imamo još primjera. Ako imaš vremena, hteo bi da te pozovem na kafu. Ili kad imaš vremena, hteo bi da te pozovem na kafu. Znači kada ti vremena imaš, kako na kraju. Ili ako ti vremena imaš. Wenn du Zeit hast, zarez, hteo bih, möchte ich, tebe na kafu pozvati. Einladen uvijek ide sa zu, zu ide sa dativom, znači möchte ich dich zu einem Kaffee, möchte ich dich gerne zu einem Kaffee einladen. Einladen, pozvati i u tom smislu i platiti. Na šta zoveš, što plaćaš. Also, wenn du Zeit hast, möchte ich dich gerne zu einem Kaffee einladen. Wenn du Zeit hast, möchte ich dich gerne zu einem Kaffee einladen. Znači, glagol, glagol. Ako okrenemo, ich möchte dich gerne zu einem Kaffee einladen, wenn du Zeit hast. Ich möchte dich gerne zu einem Kaffee. Umesto kafa možemo da kažemo malo ozbiljnije zum Mittagessen einladen. Na ručak, ne samo na kafu. Oder zu einem Getränk einladen. Okay? Idemo dalje. Imamo još. Ako je tvoj auto pokvaren, pa možemo ići sa mojim autom. Znači, ako tvoj auto pokvaren je. Možemo. Können wir sa mojim ići. Wenn dein Auto kaputt ist,
können wir mit meinem Auto fahren? Wenn dein Auto kaputt ist, können wir mit meinem Auto fahren? Eli, wir können mit meinem Auto fahren, wenn dein Auto kaputt ist. Još jedna sako, ako ga pozoveš odmah, on ti može objasniti. Znači, ako, situaciju, ako ti njega odmah pozoveš. Ovde, recimo, imamo primer sa glagolom sa razmenim prefiksom anrufen i u prezentu je rečenica, međutim, neće se razdvajati prefiks od glagola, znači kad se nađe u wenn rečenici ili u nekoj drugoj zavisnoj rečenici, glagol s razmenim prefiksom se ne razdvaja. Znači, wenn du ihn gleich anrufst. Znači, kao da je normalno, ich anrufe, du anrufst. Wenn du ihn gleich anrufst, kann er dir die Situation erklären? Može on tebi situaciju objasniti. Wenn du ihn gleich anrufst, njega koga? Wenn du ihn gleich anrufst, kann er dir die Situation erklären. Er kann dir tebi die Situation erklären, wenn du ihn gleich anrufst. Wenn du ihn gleich anrufst, kann er dir die Situation erklären. Okay? Dobro. Znači, tu smo imali wenn, to smo sad shvatili kako funkcioniše. Da vidimo još jedne rečenice. Uvek kažem, znači, ok, shvatio sam i vidim sad kad gledam, mi je jasno, međutim, drugačije, ako vi sklonite pogled sa ekrana, ako pokušate sami da izgovorite, da napravite neki svoj primer rečenice, umesto ako ti večeras dođeš, mogu da ti pripremim večeru, vi kažete, ako ti večeras nicht kommst, ako ne dođeš, ja ću jesti sama. Znači, neku sličnu rečenicu. Znači, kažem, dok gledamo ovdje na ekranu, sve izgleda jednostavno. Kad se nađemo u nekoj situaciji, stvarnoj situaciji da to izgovorimo, može da bude teško, ali ne mora da bude teško. A kad neće biti teško? Ako smo mnogo puta mi to ponovili, utvrdili, naučili, ako smo sigurni. Znači, wenn du heute Abend kommst, kann ich das Abendessen vorbereiten. Onda vi kažete, wenn du heute Abend kommst, kann ich das Abendessen vorbereiten. Pa onda probate da kažete, wenn du heute Abend nicht kommst, kann ich allein essen. Oder kann ich ins Restaurant gehen. Znači, pravite neku varijantu. Dobro, druga. Druga, ne slušaj me. Wenn du Zeit hast, möchte ich dich gerne zu einem Kaffee einladen. Wenn du Zeit hast, möchte ich dich gerne zu einem Kaffee einladen. Wenn dein Auto kaputt ist, können wir mit meinem Auto fahren. Wenn dein Auto kaputt ist, können wir mit meinem Auto fahren. Wenn du ihn gleich anrufst, kann er dir die Situation erklären. Wenn du ihn gleich anrufst, kann er dir die Situation erklären. Erklären. Znači, dok ne uspete to da ponovite sami bez gledanja, reč do reč, slovo po slovo, znači da treba još da se vežba. E sad imamo before. Rečenice sa before, što znači pre nego što. Before, pre nego što. Pre nego što odem u krevet, čitam knjigu u dnevnoj sobi, znači isto je u smislu rasporeda reči, znači pre nego ja u krevet odem. Znači, before ich ins Bett gehe, before ich ins Bett gehe, zares, lese ich ein Buch im Wohnzimmer. Znači, before ich ins Bett gehe, zares, lese ich ein Buch im Wohnzimmer. Ili, ich lese ein Buch im Wohnzimmer,
bevor ich ins Bett gehe. Jeden Abend lese ich ein Buch im Wohnzimmer, bevor ich ins Bett gehe. Onda, pre nego što izađem iz kuće, ja zatvorim prozor. Before ich, pre nego što ja iz kuće idem. Before ich aus dem Haus gehe, zarez, schließe ich das Fenster, ili die Fenster, ako imam više prozor. Before ich aus dem Haus gehe, schließe ich das Fenster. Ili, ich schließe das Fenster, bevor ich aus dem Haus gehe. Bevor ich aus dem Haus gehe, schließe ich immer das Fenster. Uvek zatvorim prozor. Pre nego što idem na put, spakujem kofer. Bevor ich eine Reise mache, znači pravim putovanje, packe ich den Koffer. Jedan ili die Koffer više. Bevor ich eine Reise mache, packe ich den Koffer. Ich packe den Koffer, bevor ich eine Reise mache. Natürlich. Pre nego što... Još tri imamo, čini mi se, da. Pre nego što počnem da kuvam, moram prvo da idem u kupovinu. Before ich... Možemo mit dem kochen anfange. Rekli smo da glagol s razvojnim prefiksom se ne razvaja. Gehe ich einkaufen. Before ich mit dem Kochen anfange, gehe ich einkaufen. Bevor ich mit dem Kochen anfange, gehe ich einkaufen. Ich gehe einkaufen, bevor ich mit dem Kochen anfange. A pre nego što idem u kupovinu, moram da podignem novac. Bevor ich einkaufen gehe, muss ich das Geld abheben. Bevor ich einkaufen gehe, muss ich das Geld abheben. Podući novac. Ich muss Geld, da ne treba nam das, pričamo uopšte novac, neki novac. Ich muss Geld abheben, bevor ich einkaufen gehe. I poljubim svog muža pre nego što odem na posao. Ich küsse koga meine Mann, bevor ich zur Arbeit gehe, znači ovdje smo izvanuli, bevor ich zur Arbeit gehe, küsse ich meinen Mann. Ich küsse meinen Mann, bevor ich zur Arbeit gehe. Einmal da ponovimo bevor. Also, bevor ich ins Bett gehe, lese ich ein Buch im Wohnzimmer. Bevor ich ins Bett gehe, lese ich ein Buch im Wohnzimmer. Bevor ich aus dem Haus gehe, schließe ich das Fenster. Bevor ich aus dem Haus gehe, schließe ich das Fenster. Bevor ich eine Reise mache, packe ich den Koffer. Bevor ich eine Reise mache, packe ich den Koffer. Bevor ich mit dem Kochen anfange, gehe ich einkaufen. Bevor ich mit dem Kochen anfange, gehe ich einkaufen. Bevor ich einkaufen gehe, muss ich Geld abheben. Bevor ich einkaufen gehe, muss ich Geld abheben. Ich küsse meinen Mann, bevor ich zur Arbeit gehe. Oder bevor ich zur Arbeit gehe, küsse ich meinen Mann. Okay. Idemo na sljedeću reč, to je während. Dok on kuva, ona leži i uživa i gleda. Znači, während er kocht, zarez, liegt sie auf dem Sofa und sieht fern. Znači, u ovom drugom delu razvajamo, zato što je ovo glavna, nije zavisna rečenica. Ova während je zavisna. Während, znači imali smo wenn,
bevor, während. Während er kocht, liegt sie auf dem Sofa und sieht fern. Sie liegt auf dem Dativ. Das Sofa ist ein Rot. Sie liegt auf dem Sofa und sieht fern, während er kocht. Ili dok ona čisti, on leži na sofi i čita. Znači, während sie putzt, liegt auf dem Sofa und liest. Während sie putzt, liegt auf dem Sofa und liest. Liegt auf dem Sofa und liest, während sie putzt. Dok ona vozi, on spava u auto. Während sie fährt, schläft im Auto. Wir haben dann nepravilno schlafen und fahren. Während sie fährt, schläft im Auto. Schläft im Auto, während sie fährt. Dok on pegla na kuva ručak. Während bügelt, bereitet sie das Mittagessen zu bereiten. Während bügelt, bereitet sie das Mittagessen zu. Znači, razdvojili smo već zu bereiten u ovoj glavnoj rečenici. A kad bi bilo obrnuto, da kažem, dok on priprema ručak, ona pegla, onda bismo imali während das Mittagessen zu bereitet bügelt sie. Znači, ako je u während rečenici, u onoj wenn ili u bevor rečenici, glagoli s raznim prefiksom se ne razvaja. Dobro, idemo. Während kocht, liegt sie auf dem Sofa und sieht fern. Während kocht, liegt sie auf dem Sofa und sieht fern. Während sie putzt, liegt auf dem Sofa und liest. Während sie putzt, liegt auf dem Sofa und liest. Während sie fährt, schläft im Auto. Während sie fährt, schläft im Auto. Während bügelt, bereitet sie das Mittagessen zu. Während bügelt, bereitet sie das Mittagessen zu. Okay. I ove su posljednje, ja mislim, sa nakon što... Ne, imamo i za it dem. Okay, imamo sada nakon što, nachdem. Dakle, idemo sa nachdem. Kupujemo u prošlo vrijeme. Znači, nachdem ich die Eintrittskarte gekauft habe, gehe ich ins Kino. Znači, sad u ovom delu nachdem rečenici imamo perfekt. Tako da imamo habe, zarez, gehe. Nachdem ich die Eintrittskarte gekauft habe, gehe ich ins Kino. Ili ich gehe ins Kino, ali tek nakon što sam kupio karti. Nachdem ich die Eintrittskarte gekauft habe. Nakon što je jogirao. Da, on je sad žedan. Znači, nachdem gejoggt ist, hat Durst. Znači, pazite, joggen ide sa sein. Znači, nachdem gejoggt ist, hat jetzt Durst. Nakon što je jogirao, 10 kilometer gejoggt ist, hat großen Durst. Mnogo je žedan. Großen Durst. Nakon što smo leteli 10 sati, stižemo u Australiju. Nachdem wir 10 Stunden geflogen sind, kommen wir in Australien an. Also nachdem wir 10 Stunden geflogen sind, kommen wir in Australien an. Ili, wir kommen in Australien an, nachdem wir 10 Stunden geflogen sind.
nakon što je pojao kolač, što od ga boli stomak. Nachdem den Kuchen gegessen hat, hat Bauchschmerzen. Nachdem den Kuchen, koga šta akuzativ muški rod, gegessen hat, hat Bauchschmerzen. Hat Bauchschmerzen, nachdem den Kuchen gegessen hat. Nakon što je išao u kupovinu, nema više novca. Nachdem sie einkaufen gegangen ist, hat sie kein Geld mehr. Nachdem sie einkaufen gegangen ist, hat sie kein Geld mehr. Nachdem. Dobro, idemo da proverimo. Nakon. Nakon što sam kupio karte, idem, nachdem ich die Eintrittskarte gekauft habe, gehe ich ins Kino. Nachdem ich die Eintrittskarte gekauft habe, zaris, gehe ich ins Kino. Nachdem gejoggt ist, hat großen Durst. Nachdem gejoggt ist, hat großen Durst. Nachdem wir 10 Stunden geflogen sind, kommen wir in Australien an. Nachdem wir 10 Stunden geflogen sind, kommen wir in Australien an. Nachdem den Kuchen gegessen hat, hat Bauchschmerzen. Nachdem den Kuchen gegessen hat, hat Bauchschmerzen. Nachdem sie einkaufen gegangen ist, hat sie kein Geld mehr. Nachdem sie einkaufen gegangen ist, hat sie kein Geld mehr. Okay. I posljednje je seitdem, od kada. Znači, seitdem keine Schokolade mehr ist, od kad više ne jede čokoladu, seitdem keine Schokolade mehr ist, smršao je 3 kilograma, hat 3 kilogram abgenommen. Seitdem keine Schokolade mehr isst, jede, hat sad imamo prošlo vreme, uglavnoj, hat 3 kilogram abgenommen. Od kad je smršao, će se bolje. Seit abgenommen hat, fühlt sich besser. Seitdem abgenommen hat, fühlt sich besser. Od kad je mršavi našoj devojku? Seitdem schlank oder dünner ist, hat eine Freundin gefunden. Seitdem schlank ist, hat eine Freundin gefunden. Od kad naša devojka srećnije. Seitdem eine Freundin gefunden hat, ist glücklicher. Seitdem eine Freundin gefunden hat, ist glücklicher. Ja, to je posljednje. Okay, seitdem, od kada? Nachdem, nakon, seitdem, od kada? Seitdem keine Schokolade mehr isst, hat 3 Kilogramm abgenommen. Seitdem keine Schokolade mehr isst, hat 3 Kilogramm abgenommen. Und od kada je smršao, osjeća se mnogo bolje. Seitdem abgenommen hat, fühlt sich besser. Seitdem abgenommen hat, fühlt sich besser. I meni malo koncentracije odlazi.
već 27. minut, ali dobro. Seitdem er schlank ist, hat er eine Freundin gefunden. Seitdem er schlank ist, hat er eine Freundin gefunden. Und tut Kadinascha, seitdem er eine Freundin gefunden hat, ist er glücklicher. Seitdem er eine Freundin gefunden hat, ist er glücklicher. Okay. To je to. Nadam se ste uspeli sa mnom do kraja da ostanete. Ponovite, prepišite ih. Ako vam se dopao video, pritisnite like. Pritisnite subscribe. Napišite mi neki komentar. I tako, vidimo se. Ćusa.